Hallo ihr Lieben, heute ist Donnerstag, der 26. März und ich dachte mir, ich melde mich auch mal wieder zu einem neuen Weekly Living. Und ja, ich hatte im letzten Weekly Living ja gesagt, dass ich euch mal wieder überall mit hinnehmen möchte. Jetzt ist ja Ausgangssperre soweit. Also bei uns ist jetzt noch nicht fest Ausgangssperre, aber es wird ja empfohlen, nicht rauszugehen und zu Hause zu bleiben. Und das machen wir natürlich auch, es sei denn, wir gehen mit Milo vor die Tür. Und ja, deswegen kann ich euch auch gerade nirgendswohin mitnehmen. Tata! Total doof. Ja, aber wenn das dann irgendwann auch alles wieder mal vorbei ist, dann nehmen wir das nochmal in Angriff. Aber im Moment bin ich halt einfach nur zu Hause. Ich mache ja Homeoffice und ich mache gerade Päuschen im Homeoffice. Und ja, dachte mir, ich melde mich zwischendurch mal kurz bei euch und gebe euch mal einen aktuellen Stand. Also bei uns ist im Moment alles gut, wir sind alle noch gesund und munter, alles im grünen Bereich, sag ich mal, und ja, alles wie immer quasi. Wir haben Neuigkeiten für unsere Küche bekommen. Wenn jetzt nichts mehr dazwischen kommt, kommt sie nächste Woche Donnerstag. Ich bete dafür, dass sie nächste Woche Donnerstag kommt, denn mir fehlt echt ein Spülbecken. Also mir fehlt nicht so zwingend der Backofen oder der Herd oder sowas. Mir fehlt einfach mein Spülbecken. Es nervt mich, im Bad abzuwaschen. Es nervt mich, Wasser im Bad holen zu müssen, wenn ich mir jetzt eine Flasche mit einem Sodastream machen will oder so. Also es ist einfach echt nervig. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich wirklich mein Spülbecken am meisten vermisse. Es ist tatsächlich so. Ja, aber Daumen drücken, wie gesagt, vielleicht kommt nächste Woche Donnerstag, das wäre dann der 2. April, vielleicht kommt da ja unsere Küche, ich bete dafür. Ja, ansonsten, ich habe meinen Pony heute mal nach hinten gemacht, weil es inzwischen einfach zu lang ist und es hängt einfach nur noch rum und dann dachte ich mir, ich mache es jetzt einfach mal hinter. Und ja, Friseur ist ja auch gerade nicht. Ich hatte ja einen Friseurtermin, aber naja, der wurde ja jetzt abgesagt. Deswegen kann ich da gerade nicht gehen, aber es ist ja alles okay. Ich habe ja lange Haare, da passiert ja nichts. Da ist ja nichts schlimm, wenn die ein bisschen wachsen noch. Ansonsten, ja, ist alles wie immer. Ich habe die Woche das Gestaltenwandlerbuch fertig gelesen, das letzte, was erschienen war. Und ich muss sagen, dass es mir wieder gut gefallen hat. Das gehört jetzt nicht zu meinen allerliebsten Lieblingsbüchern. Aber es ist eine schöne Geschichte gewesen und ich bin jetzt sehr gespannt nach dem, was am Ende rauskommt, was die große Hintergrundgeschichte betrifft, bin ich sehr gespannt, was dann passieren wird in den nächsten Büchern. Und ja, ich freue mich da auf jeden Fall schon drauf. Dann habe ich ja angefangen, das Buch von der Kessia zu lesen. Wartet, das ist das Schätzchen hier, wie der Klang deines Herzens. Ich habe jetzt ungefähr noch, ich glaube 80 Seiten habe ich jetzt noch, dann bin ich fertig. Also es ist... Hier das Stück habe ich noch. Es ist nicht mehr viel. Und ja, ich will gucken, dass ich es heute dann auf jeden Fall noch beenden kann, heute Nachmittag. Und ja, was soll ich sagen? Mir gefällt das Buch wirklich sehr, sehr gut. Das ist eine richtig süße Liebesgeschichte. Ich finde, es ist eine Geschichte, die halt auch mal zeigt, was passiert, wenn beste Freunde sich ineinander verlieben und das halt nicht gut geht. Ansonsten kann ich sagen, dass Lea, die Protagonistin in der Geschichte, ein komplett anderer Mensch ist wie ich. Weswegen ich viele Dinge einfach nicht nachvollziehen konnte. Weil ich in der Situation einfach komplett anders gehandelt hätte. Aber das ist okay für mich. Im Endeffekt war es schlüssig und nachvollziehbar, was die Geschichte betraf. Es gibt einen Charakter in diesem Buch, den ich absolut nicht verstehe, um dass ich das Ganze drumherum um diesen Charakter auch nicht verstehe. Ich möchte euch jetzt aber nicht spoilern, deswegen kann ich das jetzt gerade nicht sagen. Also dieser eine Charakter, der ist wichtig für die Geschichte, weil der die Geschichte auch in gewisser Weise vorantreibt und das gewisse Drama in diese Geschichte bringt. Aber ich verstehe dieses Aufheben um diesen Charakter einfach nicht. Und ja, dieses ganze Drum und Dran, was diesen Charakter betrifft, das nervt mich einfach nur. Und ich finde es einfach ein bisschen übertrieben. Aber ja, wie gesagt, das sind halt alles komplett andere Charaktere wie ich. Die sind von Grund auf komplett anders, komplett verschieden. Deswegen... mich das im Prinzip ja eigentlich auch nicht stört. Also bis auf, wie gesagt, diesen einen Nebencharakter, das nervt mich einfach so ein bisschen. Ansonsten, wie gesagt, finde ich die Geschichte zuckersüß. Ich bin jetzt sehr gespannt, was am Ende noch passiert, was da jetzt noch rauskommt. Es waren Wendungen in der Geschichte, wo ich dachte so, oh, Kacke. Also man hat es, diese eine Sache habe ich irgendwie geahnt und irgendwie dezent kommen sehen. Aber im Großen und Ganzen kann ich euch das Buch wirklich empfehlen, wenn ihr so Liebesgeschichten zwischen besten Freunden mögt und wenn ihr so süße, niedliche Liebesgeschichten gerne lest, dann schaut euch das Buch auf jeden Fall an.
Und wie gesagt, es ist eine Geschichte, wo es um beste Freunde geht, unerwiderte Liebe, einseitige Liebe und was halt die Konsequenzen daraus sind, auch für die Freundschaft. Und ich finde es sehr, sehr cool, dass die Cass ja da auch die Seite mal beleuchtet hat, weil in den meisten Geschichten ist es ja so, dass die beiden sich dann ineinander verlieben und dann sind sie zusammen und ein Paar und ja, alles ist schön. Und deswegen finde ich es sehr, sehr gut, dass das in diesem Buch mal nicht so ist. Also, falls euch sowas interessiert, schaut euch das Buch von der Cassia, Wie der Klang deines Herzens, auf jeden Fall mal an. Rezi mache ich dann am Wochenende dazu nochmal, wo ich dann nochmal genaueres zur Geschichte auch erzähle. Und ja, wenn ich das Buch fertig gelesen habe, überlege ich, was ich als nächstes lese. Ich überlege, ob ich jetzt Monsters of Verity endlich mal lese, den zweiten Teil. Das liegt ja nun auch schon seit letztes Jahr September. Wann ist das rausgekommen? Oktober? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall liegt das schon sehr, sehr lange hier. Und ich habe einige meiner Subbücher schon mit in mein richtiges Bücherregal gestellt, weil mein Subregal keinen Platz mehr hatte. Und deswegen müsste ich diese Bücher dann auch eigentlich mal lesen, dass sie verdient in dem richtigen Regal stehen und nicht im Subregal. Ja, also vielleicht werde ich mir als nächstes mal Monsters of Verity krallen oder vielleicht auch Spieglein, Spieglein. Ich bin gerade da im Austausch mit der Annika, wann wir das denn eigentlich mal lesen wollen. Weil da wollten wir ja eigentlich jetzt auch nicht so viel Zeit verstreichen lassen, weil die Geschichte ja zum Ende hin beim ersten Teil schon sehr komplex war. Also es ist ja das Vermächtnis der Grimms, der zweite Teil. Und ja, müssen wir mal gucken, dass wir das dann auch irgendwie mal noch lesen. Ansonsten, was kann ich euch erzählen? Ich habe Bücher bestellt. Eine ganze Menge. 6 Stück. Ja, ich habe heute Geld gekriegt und dann musste ich das Geld natürlich gleich reinvestieren in Bücher. Und ich habe die Bücher online bestellt, aber nicht bei Amazon oder so, sondern bei unserer kleinen Buchhandlung hier in Erfurt. Ihr wisst, ich bin so ein Amazon-Opfer und ich bestelle eigentlich viel bei Amazon, aber gerade jetzt in der Zeit versuche ich alles eher lokal zu bestellen, um halt auch die ganzen Händler zu unterstützen. Habe guten Gewissens deswegen jetzt Bücher bestellt und ich glaube, ich mache mit euch dann ein Unpacking, weil bei 6 Büchern lohnt sich, glaube ich, ein Unpacking schon. Und ja, deswegen werde ich euch jetzt auch nicht verraten, was ich bestellt habe, aber es sind eigentlich alles Liebesromane. Shame on me. Aber ich habe auch nochmal auf meine Wunschliste geguckt und ich habe kein Jugendbuch jetzt auf der Liste gehabt, das ich unbedingt haben wollte. Also das einzige Jugendbuch, was ich mir demnächst kaufen werde, ist Heartless, der zweiten Teil. Aber ansonsten, ja, keine Ahnung. Ich wollte mir noch Knight of Crowns kaufen von Stella Tuck, weil die Sarah schwärmt ja immer so davon. Und Annika hat es jetzt auch gelesen und die hat jetzt auch gesagt, dass es richtig toll ist. Und deswegen werde ich mir Knight of Crowns wahrscheinlich irgendwie mal noch kaufen, aber dann eher so tendenziell eher Ende des Jahres erst, wenn dann halt auch der zweite Teil rauskommt. Weil sonst hänge ich dann auch mit diesem blöden Cliffhanger hier. Aber ich habe ja auch noch einen Sub, den ich lesen kann. Also von daher schauen wir einfach mal. Ja, und mehr gibt es jetzt an dieser Stelle auch nicht zu erzählen. Deswegen sage ich jetzt einfach mal bis dann. Ihr Lieben, es ist Samstag, der 28. März, glaube ich. Ich blende es euch hier eh nochmal ein. Ich weiß es gerade nicht, ob der 28. oder 29. ist. Völlig wurscht. Auf jeden Fall, ja, ist Samstag und ich dachte mir, ich gebe euch ein kleines Update für mein Weekly Living. Ich werde jetzt gleich drehen. Ich hatte gestern im Stream gefragt, was für ein Video ihr gerne morgen sehen würdet. Und ja, der Wunsch war Substand. Ich habe alle meine Sub-Bücher auf den Haufen gepackt und werde gleich Fotos von den Büchern machen und dann nachher im Büro noch kurz was drüber sprechen über die Fotos und ja, das werde ich jetzt den restlichen Vormittag tun. Ich warte auch noch auf die Post. Ich wollte ja noch ein Unpacking drehen, weil ich hatte ja Bücher bestellt bei uns hier in der Buchhandlung und die sollten heute eigentlich ankommen. Schauen wir mal, ob sie kommen. Ich weiß es nicht. Es ist ja momentan aufgrund dieser ganzen Sachlage hier ja auch bei der Post alles unterbesetzt. Also ja, wenn sie nicht kommen, es ist ja nicht schlimm, ne? Aber dann hätte ich es heute gleich noch mit drehen können. Dann will ich heute noch eine Rezi drehen. Und zwar, ich habe ja die Woche gelesen, das hatte ich euch ja im letzten Abschnitt schon gesagt, Wie der Klang deines Herzens habe ich gelesen von der lieben Cassia. Und ja, das Buch habe ich fertig gelesen und sie hat es mir als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt. Deswegen mache ich hier natürlich noch eine Rezi dazu. Aber ich kann euch hier schon sagen, im Großen und Ganzen hat mir das Buch gut gefallen. Ich fand die Geschichte wirklich süß, mir hat sie sehr gut gefallen. Wie gesagt, Rezi werde ich dann jetzt noch dazu drehen, da dann mehr dazu. Und ich habe die Bücher extra hier schon hingelegt. Und dann habe ich noch gelesen Hard Love, ich kann dir nicht widerstehen, von Lauren Blakely. Dieses Buch hat ja nur schnuffelige 250 Seiten, deswegen ich habe dieses Buch wahnsinnig schnell gelesen. Das ist auch überhaupt nicht dick. Und ich muss sagen, Hard Love war auch wieder eine süße Geschichte. Allerdings ist es bei der Big Rock-Reihe tatsächlich so, dass die Bücher proportional irgendwie immer langweiliger werden. Und ja, es passiert halt immer das Gleiche und ja.
Also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob das der letzte Teil aus der Reihe war, aber es klang am Ende hier von dem Buch so, als wäre es der letzte Teil. Ich muss dann mal gucken, ob im Englischen da noch eins rausgekommen ist. Ja, aber ich wäre froh, wenn diese Reihe dann jetzt auch vorbei wäre, weil wie gesagt, es ist irgendwie gefühlt in den letzten Teilen immer nur noch das Gleiche gewesen und das fand ich ein bisschen schade. Es sind süße Liebesgeschichten, die mal aus der Sicht der Männer erzählt werden. Und auch wie das hier gelöst wurde, dass man mal die Sicht der Frau erfährt, fand ich wirklich süß. Aber es ist halt nichts von Dauer. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so eine sehr kurzweilige Geschichte. Man liest sie, man findet sie süß und man vergisst sie aber auch wieder. Also es ist halt keine Geschichte, die einem wirklich berührt oder im Herzen bleibt oder so, sondern halt wirklich, man liest sie und dann ist sie auch wieder schon aus dem Kopf. Also ja, ich finde das ein bisschen schwierig. Deswegen, also ich hätte jetzt kein Problem damit, wenn die Reihe jetzt mit dem Buch hier zu Ende wäre. Milo, was machst du? Baby? Milo? Er ist da drüben, da. Baby, was machst du? Alles gut? Okay. Ja, so viel zu dem Thema. Ja, aber ansonsten süße Geschichte, aber wie gesagt, halt sehr, sehr kurzweilig und nichts von Dauer. Meine Kamera spackt hier wegen dem Bücherregal total ab. Das ist krass. Das waren die zwei Bücher, die ich die Woche gelesen habe. Eins von meinen Subbüchern habe ich dann jetzt auch noch angefangen. Da habe ich aber erst das erste Kapitel gelesen, aber das will ich jetzt auf jeden Fall als nächstes lesen, damit das auch mal wegkommt. Und ich werde jetzt mein Sub-Video drehen. Ihr habt den Haufen ja gerade gesehen. Das wird jetzt eine Weile dauern, Fotos zu machen und dann alles noch mit dem Voice-Over drüber zu sprechen und dann alles noch zurechtzuschneiden und noch ein bisschen Musik drunter legen. Da werde ich heute den restlichen Tag zu tun haben, weswegen ich die Rezi und das Unpacking dann, denke ich mal, vielleicht morgen drehen werde. Ich muss ja auch mit der Tina rein theoretisch noch Overcooked und Dead by Daylight aufnehmen jetzt. Heute oder morgen. Da muss ich auch mal gucken, wie ich es mache. Ich muss meine Wohnung noch putzen. Ich muss noch Wäsche waschen. So, da war jetzt auch noch der Akku leer. Ich hoffe, dass der jetzt hier hält und ich Fotos machen kann für das Subvideo. Und ja, ich werde jetzt mal ranklotzen und hier ein bisschen Dinge tun, damit wir hier fertig werden. Und ich heute noch irgendwie meine Wohnung geputzt bekomme. Und mehr gibt es an dieser Stelle eigentlich auch nicht zu sagen. Es gibt auch nichts weiter zu berichten. Milo geht's gut, Narbe verheilt super. Er hat halt diese eine Stelle, wo er sich den Grind abgeknibbelt hat. Aber da war halt auch eine mega fette Grindstelle oben drüber. Und die hat er sich halt einfach abgeknibbelt. Das war okay. Und da habe ich jetzt Penatencreme drauf gemacht, dass das heilt. Und da ist jetzt auch schon wieder ein bisschen Grind drüber. Und das muss jetzt noch abheilen, aber ansonsten sieht es gut aus. Und wenn die Haare dann wieder nachgewachsen sind, sieht man das Ganze dann auch nicht mehr. Diese fette Narbe, also das ist ja schon so eine Narbe, also die ist schon groß. Ja, ansonsten höre ich jetzt auf, euch voll zu labern. Ich melde mich später wieder. Und ich wollte euch ja noch erzählen, was für ein Buch ich gerade lese. Wartet, das liegt natürlich noch auf meinem Substapel, weil es ja noch nicht gelesen ist. Und zwar lese ich gerade Monsters of Verity von Victoria Schwab. Unser düsteres Duett, das ist der zweite und letzte Teil dieser Dilogie, mir krabbelt die Nase. Und ja, das habe ich angefangen, wie gesagt, da habe ich die ersten paar Seiten gelesen, das erste Kapitel, da ist jetzt noch nicht so viel passiert. Ich bin gespannt, wie ich wieder in diese Geschichte reinkomme und ja, werde euch dann natürlich auf dem Laufenden halten, wie es mir gefallen hat. Und jetzt höre ich wirklich auf, hier rumzuerzählen und sage jetzt einfach mal bis dann. Hallo ihr Lieben, ich hatte den genialen Plan, euch noch fix ein Update zu geben. Und meine Weekly Living, bevor ich ins Bett gehe. Das Blöde ist, es ist 0.20 Uhr. Es ist Montagmorgen 0.20 Uhr und ich hätte eigentlich schon vor 2 Stunden ins Bett gehen müssen, um zu schlafen, um morgen nicht komplett gaga im Kopf zu sein, wenn ich aufstehe. Aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Aber Homeoffice sei Dank kann ich ja morgen ein bisschen länger schlafen und muss morgen früh noch schnell mit dem Hund raus, bevor ich dann auf Arbeit, also hier auf Arbeit an meinen PC gehe. Das heißt, es ist nicht ganz so dramatisch, aber ich werde morgen ein bisschen zerknautscht sein. Ich habe vorhin gedacht, ich lese jetzt einfach nur mal kurz in dieses Buch rein. Ich lese einfach nur kurz rein. Und dann so 50 Seiten. Ich habe mehr als die Hälfte gelesen. Ich bin jetzt auf Seite, warte, ich sag's euch, 183 von 300 ungefähr. Ja, also ich wollte 50 Seiten lesen, aber dieses Buch hat mich eingesaugt. Und zwar
Redwood Dreams, es beginnt mit einem Knistern. Entschuldigung an alle da draußen, die ich mit meinem Gähnen jetzt wieder anstecke. Es tut mir leid. Es tut mir einfach leid. Ja, auf jeden Fall habe ich mit Redwood Dreams heute gleich angefangen. Das habe ich ja gestern mit der Post bekommen. Mein Unpacking sollte inzwischen eigentlich online sein. Und ja, ich wollte nur mal fix reinlesen und das Buch hatte mich. Das Buch hatte mich, weil es mich komplett an den zweiten Teil der Broken Hearts Reihe von Gina Showalter erinnert hat. Ich habe angefangen zu lesen und ich habe sofort dieses Gefühl bekommen, wie ich es auch damals beim zweiten Teil der Broken Hearts Reihe von Gina Showalter bekommen hatte. Und zwar einfach nur Mitgefühl. Mitleid. Ich habe ein paar Tränchen vergossen. Also ich habe jetzt nicht übelst geheult, aber es lief schon so ein Tränchen runter, weil mir unsere Protagonistin in dieser Geschichte einfach so leid getan hat. Ich hätte sie einfach am liebsten in den Arm genommen und mal gedrückt und hätte gesagt, komm, das Leben ist nicht so scheiße, wie du denkst. Alter Falter, was dieses Buch mit mir jetzt gemacht hat hier. What the fuck? Also ich habe noch gedacht, Mensch, das Buch ist dünner wie die anderen Redwood-Bücher. Ob das so gut wird? Und ja, ich bin auf Seite 183, ich würde gerne weiterlesen. Kann ich aber nicht, weil ich ins Bett muss. Ja. Verdammte Kacke aber auch. ja, also Redwood Dreams, es beginnt mit einem Knistern, gefällt mir sehr gut bisher. Und das ist so eine Geschichte, wo Leute, ich bin ja auch so und ich erkenne mich da ja in diesen Leuten wieder. Also unsere Protagonistin kann nichts für die Situation. Ihr Vater und ihr ehemaliger Verlobter haben die ganze Stadt betrogen und den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen. Ich versuche das Gehen rauszuschneiden. Sind dafür auch verurteilt worden und sind im Knast. Und die ganze Stadt denkt halt, ja, die muss das doch gewusst haben und sie war früher sowieso so eine eingebildete Trulla und sie ist halt nicht so und sie ist ganz anders. Und das Ganze ist jetzt inzwischen, ich glaube, 3 Jahre her, 4 Jahre her, ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall, diese ganze Stadt ist sowas von nachtragend wegen dieses Betrugs, der jetzt schon einige Jahre zurückliegt, und behandelt sie alle wie Dreck. Und das ist so hart, das zu lesen, wie andere Leute einem Menschen das antun können. Einfach so eiskalt zu sein und ihn so zu ignorieren und oh, es tut mir so leid einfach. Weil ich glaube, jeder Mensch, der schon mal in irgendeiner Art und Weise auf Ablehnung gestoßen ist, und sind wir mal ehrlich, das sind wir alle in unserem Leben schon, der kann dieses Gefühl, diese Einsamkeit, dieses Gefühl von nicht willkommen sein, nicht erwünscht sein, der kann dieses Gefühl so gut nachempfinden. Und so ging es mir halt in diesem Buch. Ja, wie gesagt, denn auch ich habe solche Sachen in meinem Leben schon mal erlebt. Deswegen empfinde ich gerade sehr, sehr Mitgefühl für unsere Protagonistin. Und dann haben wir hier Parker. Und Parker ist so toll. Er ist einfach so toll. Er ist Polizist und er ist einfach toll. Er ist einfach toll. Die sind alle toll, die Kerle. Die O'Grady-Brüder waren toll und Jason ist toll gewesen im letzten Teil. Und Parker, mein Gott, Parker. Parker ist auch toll. Also wirklich, Redwood Dreams, es beginnt mit einem Knistern, hat mich wieder komplett eingesaugt in die Geschichte. Ich werde euch, wenn ich das Buch gelesen habe, nochmal genau eine Inhaltsangabe geben. Aber ich kriege das gerade jetzt nicht mehr auf die Kette, aber dieses Buch ist so gut, verdammte Kacke. Auf jeden Fall. Dieses Buch ist einfach nur mega gut und wie gesagt, wenn ich es fertig gelesen habe, das wahrscheinlich noch in diesem Weekly Living der Fall sein wird, erzähle ich euch nochmal genau was zur Geschichte, aber ich kriege es jetzt nicht mehr auf die Kette. Dann habe ich heute noch ein bisschen weiter gelesen in Monsters of Verity, dem zweiten Teil, da bin ich jetzt auf Seite 99, glaube ich. Ja, da bin ich auf Seite 99, da habe ich ungefähr so viel gelesen. Also ich muss sagen, ich bin in die Geschichte relativ gut wieder reingekommen. Was ich so wirklich für ein Problem habe, ist, dass ich inzwischen nicht mehr so den Bezug zum ersten Teil habe. Ich weiß noch, dass mir der erste Teil wirklich mega gut gefallen hat und dass ich den wirklich gut fand und alles, aber aufgrund der Ereignisse, die am Ende vom ersten Teil passiert sind, sind Kate und August an verschiedenen Punkten in der Geschichte und das stört mich gerade ungemein. Gemein. Weil im ersten Teil waren die beiden halt immer zusammen so und haben ihre Geschichte gemeinsam erlebt und jetzt sind sie halt getrennt aufgrund dieser Dinge, die da passiert sind und finde ich gerade richtig kacke. Ich finde es gerade einfach richtig kacke. Und wie gesagt, mir fehlt da so
dieser Bezug zum ersten Teil. Ich habe halt da einfach das Gefühl, dass es einfach viel zu lange her ist, dass ich den ersten Teil gelesen habe. Und ja, das ist gerade so ein bisschen doof. Aber ich hoffe, es wird noch besser. Und ich hoffe, dass unsere zwei Hauptcharaktere hier nochmal aufeinandertreffen werden in dem Buch. Ich bete jetzt einfach dafür. Und ja, ansonsten bin ich in die Geschichte eigentlich ganz gut wieder reingekommen. Also diese Sache mit den Monstern, die dort erschaffen werden aus den bösen Taten der Menschen. Das finde ich immer noch mega cool, diesen Ansatz. Und ich verstehe das auch alles noch und so, aber wie gesagt, mir fehlt halt so ein bisschen der Bezug zum ersten Teil gerade so, dieses Empfinden und das alles. Und deswegen macht es das für mich gerade ein bisschen schwieriger. Aber ich gucke mal, dass ich mich da noch reinfuchse. Aber ich weiß, was ich morgen definitiv zuerst lesen werde, bevor ich Monsters of Verity lese, nämlich Redwood. Weil wie gesagt, eigentlich würde ich jetzt gerne weiterlesen, aber ich muss ins Bett und das dringend. Und jetzt ist es inzwischen auch schon 12:30. Ich muss in 6 Stunden wieder aufstehen. Ehe ich jetzt einschlafe, geht auch locker noch mal 1/2 Stunde ins Land. Habt ihr auch so Probleme manchmal beim Einschlafen? Mir geht es immer so, wenn mein Mann Nachtschicht hat, dann muss ich mir auch immer noch mal den Fernseher drüben im Schlafzimmer anmachen. Den ein bisschen laufen lassen, dass ich so wirklich runterkomme und wegsacke. Sonst funktioniert das bei mir nicht. Was mir gerade noch einfällt, ich wurde von einer Abonnentin heute gefragt, unter dem Video von meinem Weekly Living, da hatte ich euch ja nach Lemon gefragt. Seht ihr, ich muss mal nach der Abstimmung gucken. Ich weiß gar nicht, wo ich diese Abstimmung einsehen kann, die ich da reingemacht habe. Ich habe auch festgestellt, dass man diese Abstimmung nur über einen PC machen kann. Und ich glaube, die wenigsten Leute gucken die Videos über den PC. Deswegen weiß ich nicht, ob überhaupt jemand abgestimmt hat. Da muss ich morgen mal gucken. Auf jeden Fall wurde ich unter dem letzten Weekly Living, glaube ich, gefragt von einer Abonnentin, ob wir unserer Community einen Namen geben wollen, weil da hatte ich ja das Thema mit der Community so ein bisschen angesprochen und jetzt ist halt die Frage an euch, wollt ihr einen Namen haben für uns hier alle? Also die Lea von Liberiarium hat das ja jetzt erst gemacht, aber ich weiß nicht, lohnt sich das bei uns? Wir sind ja jetzt nicht so viel, also wir sind schon eine ganze Menge Leute, ne? Also, aber lohnt sich das? Ich weiß nicht, ich bin bei diesem Thema mal so ein bisschen im Zwiespalt halt einfach. Ob man sowas machen sollte oder nicht. Deswegen, ich muss mal meine Haarklammer kurz entfernen. Deswegen die Frage an euch. Was haltet ihr von einem Community-Namen für uns alle hier? Und wenn ja, gleich mal bitte ein paar Vorschläge rein, weil ich habe keinen Plan. Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr sowas gut findet, doof findet, ob ihr Vorschläge habt oder nicht oder wie auch immer. Ich weiß, wie gesagt, nicht so recht, was ich von sowas halten soll. Ich bin jetzt kein Mensch, der sowas braucht dringend, so mit Zugehörigkeitsgefühl und sowas. Aber ja, wenn ihr es gerne wollt, können wir das gerne machen. Deswegen gerne unten in die Kommentare. Und jetzt höre ich auf, ich muss ins Bett. Ich schlafe hier gleich im Sitzen ein. Und ja, mein Mann schreibt mir auch gerade, er hält mich auch gerade für bekloppt, dass ich noch wach bin. Ja, deswegen höre ich jetzt auf und ich sag mal, bis gleich. Hallo ihr Lieben, heute ist Montag, der 30. März und ich dachte mir, ich melde mich nochmal bei euch. Ich habe mich ja quasi letzte Nacht schon gemeldet, also ich habe mich heute eigentlich schon gemeldet, nämlich heute früh um 0.30 Uhr, als ich total verpennt und verschlafen war. Jetzt ist es 20 Uhr, also ja, ich melde mich also heute noch einmal. Ich habe, oh, man sieht hier im Hintergrund, wer wird Millionär, das ist ja spannend. ja, ich habe heute Redwood weitergelesen und ich habe das Buch beendet. ja, ich habe den zweiten Teil von Redwood Dreams etwas gesuchtet und, ja, was soll ich sagen, es ist halt einfach passiert. Ich habe das Buch dann einfach jetzt heute fertig gelesen. Aber ich muss sagen, das Buch war einfach mega. Es war mega, mega gut. Das Ende. Lass uns kurz über dieses Ende reden. Das Ende war echt drüber. Das Ende war zu viel. Das war einfach zu kitschig, zu drüber, zu überzogen, zu übertrieben. Einfach zu viel von allem. Aber ansonsten, das ganze restliche Buch war mega gut. Aber das Ende, naja, reden wir nicht über das Ende. Das war einfach zu viel. Das war zu drüber. Kitschig, Overload. Und ja, deswegen. Es war ein süßes Ende, aber es war halt absolut unrealistisch und kitschig und überzogen. Aber ich fand das Buch mega toll. Mir hat die Geschichte super gut gefallen. Parker ist einfach toll und Maddie ist einfach auch ein toller Charakter. Und ja, also ich mag es einfach nur. Ich mag es, ich mag es, ich mag es. Monsters of Verity habe ich heute dafür noch nicht gelesen. Vielleicht lese ich heute noch ein bisschen. Ich weiß es noch nicht, ich muss mal gucken. Ja, die Post hat heute irgendwie nicht ausgetragen.
Das heißt, mein Buch, also Dream Again, ist immer noch lost. Ich hatte ja am Samstag das Unpacking gedreht. Ich weiß nicht, wer von euch das gesehen hat. Und ja, da war ja mein Dream Again irgendwie nicht gekommen, obwohl es hätte kommen sollen. Und ja, es ist immer noch nicht da. Mein Mann hat ja dann festgestellt, dass beide Pakete, die ich halt in der Buchhandlung bestellt habe, dass beide Pakete die gleiche Sendungsverfolgungsnummer irgendwie hatten in der Mail. Und er hat halt gesagt, ja gut, wenn es die gleiche Nummer ist, ist klar, ne? Und wir gehen jetzt davon aus, dass die Buchhandlung vielleicht das eine extra Buch direkt als Buchversand gemacht hat. Und dann dauert das ja immer ein bisschen länger, bis die Bücher ankommen. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass das Buch, ja, jetzt die Tage einfach hier noch auftauchen tut. wenn nicht, wäre ich traurig. Aber wir werden sehen. Abwarten, Tee trinken. Ich hoffe, Dream Again taucht auf. Ansonsten gibt es eigentlich auch nicht viel zu erzählen. Es ist jetzt seit gestern ja nicht so viel passiert. Ich habe gearbeitet heute wieder im Homeoffice und Homeoffice ist echt. Ich habe heute wieder gemerkt, dass Homeoffice manchmal auch einfach nur Kacke ist, weil nämlich heute eine Situation war, wo meine Chefin eine Mail geschrieben hat an mich und meine Kollegen und ich dann auf diese Mail geantwortet habe, aber die Antwort eigentlich nicht 100% richtig war, weil mir Informationen gefehlt haben, was meine Kollegen mir wieder nicht erzählt haben. Und das wäre halt im Büro nicht passiert, weil im Büro bist du ja zusammen und dann kriegst du das ja auch mit, aber so habe ich das nicht mitgekriegt und musste dann meiner Chefin nochmal eine Mail schreiben und oh, es war einfach Drama. Also ich bin mal gespannt, meine Chefin hat dann heute nicht mehr geantwortet. Die hat immer so viel zu tun, das dauert immer eine Weile, bis die dazu kommt, ihre Mails alle zu lesen. Auf jeden Fall war das heute ein bisschen Drama. Ich bin jetzt mal gespannt, was sie morgen mir für eine Antwort schreibt. Ja, schauen wir mal. Ich habe es ja eigentlich nur gut gemeint, dass ich antworten wollte. Aber das nächste Mal halte ich am besten doch irgendwie meine Klappe und warte, bis ich mit meinen ganzen Kollegen drüber gesprochen habe. Weil es ist halt echt scheiße, wenn man sich untereinander nicht einfach so absprechen kann, weil jeder zu Hause sitzt und ja, jeder macht so sein Ding für sich. Das ist halt einfach echt ätzend. Das habe ich heute richtig gemerkt. Also ich war heute noch fleißig. Ich habe heute schon mal soweit alle Videos, die ich hatte, vorbereitet und vorgearbeitet und alles fertig gemacht. Und ja, jetzt bin ich auch fertig. Und ja, wie gesagt, ich werde jetzt noch ein bisschen Fernsehen gucken. Vielleicht lese ich noch ein, zwei Seiten in Monsters of Verity. Ich weiß es nicht. Da will ich auf jeden Fall dann morgen weiterlesen. Mal gucken. Und mehr gibt es an dieser Stelle eigentlich auch nicht zu erzählen. Deswegen verabschiede ich mich jetzt auch wieder und sage bis die Tage. Ich werde berichten, ob mein Buch kommt. Hallo, ihr Lieben. Ich habe gerade festgestellt in der Kamera, ich bin Alfalfa. Hier. Poing, poing, poing. Ja. Ich dachte mir, ich melde mich noch mal ganz kurz bei euch. Heute ist der 1. April. Es ist Mittwoch. Und ich war sehr froh, als heute der Arbeitstag vorbei war. Arbeit war halt reines Chaos. Ich habe echt gedacht, die wollen mich heute alle verarschen. Aber nein, sie meinten es alle ernst. Also wir haben momentan auf Arbeit gefühlt so die Mentalität, rinnende Kartoffeln, raus aus der Kartoffeln, rinnende Kartoffeln, raus aus der Kartoffeln. Falls ihr das nicht kennt, das ist so ein thüringischer Spruch einfach. Also das ist, bedeutet einfach nur ein ewiges Hin und Her. Ist so, dann wieder so, dann wieder so, nein, dann doch so. Und ja, so war es gefühlt halt heute auf Arbeit und alles 50 Mal geändert. Und dann, ja, jetzt müsst ihr noch dies machen und jenes machen und jetzt müsst ihr das beachten. Und es war einfach nur anstrengend. Deswegen war ich sehr froh, als 16 Uhr war. Ich habe mich dann nach Feierabend mit einer Freundin getroffen und bin mit der eine Runde spazieren gegangen, so 1,5 Stunden. Und ja, dann hatten wir heute Pizza bestellt. Und ja, dann haben wir Abendbrot gegessen, dann war ich in der Badewanne. Und dann habe ich jetzt gelesen. Ich bin immer noch dabei, Monsters of Verity zu lesen. Ich habe jetzt so ungefähr. Boah, jetzt fällt mir gleich das Buch runter. Ich finde es sehr cool. Ich habe jetzt endlich Platz für meinen Fatboy. Ich habe hier diesen Sitzsack vor, ich glaube, 5 Jahren oder so gekauft. Für Payback-Punkte. Das war, glaube ich, das allererste, was ich mir jemals von meinen eingelösten Payback-Punkten gekauft habe. Diesen Sitzsack. Da habe ich echt lange für gespart. Und ich wollte den immer haben und dann lag der eine ganze Zeit lang bei uns auf dem Balkon. Und dann musste der aber in den Keller, weil es dann Winter wurde. Und ja, dann lag er immer im Keller. Und in der letzten Wohnung jetzt, da hatten wir einfach keinen Platz, weil der, so, na, jeder, der von euch so einen Fatboy hat, ne, der weiß ja so, wie groß diese Teile sind. Die nehmen halt schon echt Platz weg. Und ja, ich finde es sehr, sehr cool. Jetzt habe ich endlich wieder Platz für meinen Fatboy und jetzt kann ich mich hier so reinfläzen und lesen und das ist sehr, sehr cool. Und ja, das habe ich nämlich jetzt auch gerade gemacht. Ich habe, wie gesagt, Monsters of Verity weitergelesen. Ich bin jetzt so kurz vor der Hälfte. Ich habe jetzt gelesen bis Seite 210 und ich glaube 240 oder so, so ungefähr die Hälfte. Also ja, ich bin so kurz vor der Hälfte. Und ja, aber ich merke halt so langsam, dass meine Konzentration jetzt nachlässt. Und
Ja, ich muss sagen, Monsters of Verity, der zweite Teil gefällt mir nicht so gut wie der erste. Ich hatte nur so ein bisschen Schwierigkeit, mir ins Gedächtnis zu rufen, was es mit diesen Monstern, die es da gab, ja genau auf sich hatte. Es gibt ja Khorsai und Malachai und Sunai und ja, jetzt gibt es im zweiten Teil noch ein neues Monster, um das es geht. Und ja, das finde ich sehr, sehr spannend. Und ich glaube, ich bin jetzt auch so langsam an dem Punkt, wo unsere zwei Hauptcharaktere aus dem ersten Teil auch langsam wieder aufeinandertreffen. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Aber es war ja klar, dass die zwei an verschiedenen Punkten in der Geschichte starten, weil am Ende vom ersten Teil sind sie halt getrennt worden quasi. Und ja, ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Wie gesagt, gefällt mir jetzt nicht so gut wie der erste Teil. Ich fand den ersten einfach. Ich weiß nicht, ich fand ihn einfach interessanter von der ganzen Geschichte her, von der ganzen Entwicklung der Geschichte her. Und ja, ich bin jetzt auch gespannt, was jetzt noch passiert und wie dann am Ende das Ganze ausgeht mit Verity. Aber der erste Teil konnte mich definitiv mehr packen. Ja, ansonsten Redwood hatte ich ja fertig gelesen. Das hatte ich euch am letzten Abschnitt schon gesagt. Und der fünfte Teil war einfach wieder mega gut. Ich glaube, es ist der letzte. Ich weiß nicht, ob jetzt noch ein Redwood-Teil kommt. Ich habe keine Ahnung. Ich fände es cool, wenn noch einer käme, weil ich liebe die Redwood-Bücher. Aber wenn nicht, dann ist das so. Aber wir warten das jetzt einfach mal ab und trinken so lange eine Tasse Tee, wa? Und was ich euch noch erzählen wollte, die Post war da. Ich habe mein Buch endlich bekommen, das, was vom Unpacking noch gefehlt hat. Und da wollte ich jetzt mit euch zusammen reingucken. Also steht Buchhandlung Peter Knecht drauf. Also ich gehe von aus, dass da mein Dream Again drin ist. wartet, hier an dem Paket ist ein Bändchen dran. Wartet mal. Jetzt seht ihr meine Jogginghose und so, aber das ist ja nicht schlimm, ne? So. Wo lege ich jetzt den Müll hin? Warte mal. So. Und noch nicht ganz so. Ja, da ist es. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta. Sehr gut. Ist mein Dream Again Gott sei Dank nicht lost gegangen, sondern es ist aufgetaucht. Und ja, ich vermute mal einfach, sie haben es tatsächlich mit normalem Buchversand geschickt und halt nicht als Paket. Deswegen hatte ich keine separate Sendungsverfolgungsnummer. Aber es ist da. Juppie, ich freue mich. Und das Buch lese ich mit der lieben Tina zusammen. Also wer meine Gaming-Videos guckt, der kennt ja die Tina schon. AKA Kupfermünze. Und ja, mit ihr lese ich das Schätzchen hier zusammen. Und weil ich es jetzt im Unpacking nicht gemacht habe, lese ich euch jetzt nochmal ganz kurz den Rückband vor, damit ihr auch wisst, worum es in Dream Again geht. Jude Livingston ist am Boden zerstört. Ihr großer Traum, als erfolgreiche Schauspielerin in L.A. dort zu durchzustarten, ist geplatzt. Ohne Job und ohne Geld bleibt ihr keine andere Wahl, als zu ihrem Bruder nach Woods Hill zu ziehen. Und damit auch in die WG ihres Ex-Freundes Blake Andrews. Schnell merkt Jude, dass aus dem humorvollen Jungen von damals ein gebrochener Mann geworden ist, der ihr die Trennung nie verziehen hat. Doch die Anziehungskraft zwischen ihnen ist heftiger als je zuvor. Und schon bald müssen sich Jude und Blake fragen, ob sie bereit sind, ihr Herz erneut zu riskieren. Und ich finde, das klingt sehr, sehr toll. Und ich fand Blake im letzten Teil in Hope Again schon sehr, sehr interessant. Ich fand ihn da wirklich sehr, sehr süß. Und ich habe ihn da echt lieb gewonnen, weil er ja da zu Everly immer schon so süß war. Und ja, ich bin jetzt sehr gespannt auf Dream Again. Ich habe ja mit der Again-Reihe immer so gemischte Gefühle. Den ersten Teil, den fand ich ja einfach zu drüber. Der zweite und dritte, den fand ich mega gut. Der vierte war so ein bisschen arg vorhersehbar und für mich so ein bisschen so Standard New Adult. Der hatte nicht so. Ja, der hatte einfach irgendwie was der zweite und was der dritte Teil hatte, das hat dem irgendwie gefehlt, dieses gewisse Etwas. Ich kann das echt nicht beschreiben. Ich kann nicht sagen, was es war, aber wahrscheinlich war es einfach, weil das Buch für mich absolut vorhersehbar war. Ich habe das ja auch mit Tina zusammen gelesen, den letzten Teil, und immer wenn wir uns ausgetauscht hatten, haben wir gesagt, ja, jetzt passiert sowieso das und das und jetzt passiert sowieso das und das, und genauso ist es halt immer gekommen. Und ja, es war halt immer so ein bisschen traurig, dass es halt so vorhersehbar war und dass da halt nichts war, was wir wirklich nicht vorhergesehen haben. Und ja, das hat uns, glaube ich, so das die ganze Freude am letzten Teil so ein bisschen genommen. Aber ich freue mich jetzt trotzdem auf Dream Again. Wie gesagt, ich habe Blake im letzten Teil schon sehr lieb gewonnen. Ich fand ihn da super süß. Wie gesagt, wie er halt auch mit Everly umgegangen ist und sie da auch unterstützt hat und ihr geholfen hat und so. Ja, fand ich super. Und ja, deswegen freue ich mich jetzt auf Blakes Geschichte. Und ja, wenn ich es gelesen habe, werde ich euch das dann natürlich berichten. Ich will mal gucken, dass ich jetzt übers Wochenende, also heute ist ja Mittwoch,
Freitag streame ich. Aber ich will jetzt bis Montag auf jeden Fall mit Monsters of Verity fertig werden. Aber das sollte ich schaffen. Ich habe ja jetzt noch 4 Tage Zeit und 240 Seiten. Das sind 60 Seiten pro Tag. Also sollte ich locker schaffen. Und ja, dann überlege ich, ob ich übers Wochenende noch einen Liebesroman anfange. Oder ob ich es lieber lasse. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mal gucken. Denn ich fange am Montag mit der lieben Nina. Ich weiß nicht, ob ihr die liebe Nina noch kennt. Nina hat früher auch YouTube-Videos gemacht. Und zwar hieß ihr Kanal Ninas Lesezeit. Und mit ihr lese ich ab Montag zusammen vollendet. Ich finde es im Übrigen immer noch sehr, sehr traurig, dass die liebe Nina keine YouTube-Videos mehr macht. Aber ich bin sehr froh, dass wir noch in Kontakt stehen und dass wir am Montag anfangen, ein Buch zusammen zu lesen. Und zwar lesen wir ab Montag vollendet von Neil Schusterman. Für mich ist es ja ein Reread, der erste Teil. Die Nina hat es noch gar nicht gelesen, aber ich freue mich drauf, die Geschichte nochmal zu lesen. Und ich weiß jetzt schon, dass dieses eine Kapitel, was am Ende kommt, echt übel wird. Ich kann mich noch exakt an dieses eine Kapitel erinnern und ich weiß noch, dass ich damals Niki, nachdem ich das Kapitel gelesen habe, geschrieben habe, what the fuck, was zur Hölle, es ist so grausam, es ist so krass, es ist so abartig und doch ist es auch, es ist einfach so heftig gewesen, dieses eine Kapitel, ich weiß gar nicht mehr, Paaren 70 oder so war das, also Paaren 60, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall war dieses Kapitel heftig und ich bin sehr gespannt, wie mir vollendet beim zweiten Lesen gefällt. Auf jeden Fall werde ich euch da auch auf dem Laufenden halten und mehr habe ich jetzt auch gerade nicht zu erzählen. Ansonsten sind hier alle gesund und munter. Da wir ja nur zu Hause sind, passiert hier auch nicht viel in unserem Leben. Es ist halt leider so. Ansonsten gibt es jetzt wirklich nichts zu erzählen. Ich habe immer noch hier ein Alfalfa irgendwo. Oder mein Alfalfa ist noch da. Ja, hier. Falls ihr Alfalfa nicht kennt und nicht wisst, was ich damit meine, schaut die kleinen Sträuche aus den 1920er oder 30er Jahren, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, wann die rausgekommen sind. Auf jeden Fall werdet ihr dort Alfalfa kennenlernen. So, jetzt habe ich genug Schwachsinn erzählt. Ich höre jetzt auf. Ich sag mal, bis dann. Hallo ihr Lieben, das ist gerade, ich weiß nicht, der 4. oder 5. Versuch, den letzten Abschnitt für das Weekly Living zu filmen. Meine Kamera spinnt gerade extrem rum und speichert immer die Abschnitte nicht. Ich hoffe jetzt, dass dieser Abschnitt gespeichert wird. Ich werde mich jetzt beeilen und sehr schnell sprechen. Das ist der letzte Abschnitt für das Weekly Living. Ich wollte euch eigentlich auch nur kurz erzählen, dass ich Monsters of Verity, unser düsteres Duett von Victoria Schwab, beendet habe. Und dass das Ende sehr überraschend war und sehr unvorhersehbar für mich. Also ich meine, wenn man weit ausholt und da sehr viel drüber nachdenkt, könnte man dieses Ende auch erahnen. Aber ja, ich habe es nicht kommen sehen. Ich fand es aber sehr, sehr gut. Mir hat es sehr gut gefallen. Und ich muss sagen, dass der zweite Teil für mich nicht so gut war wie der erste. Aber es war eine gute Geschichte. Also es hat mich gut unterhalten. Ich habe es auch mega schnell gelesen. Man fliegt hier echt durch die Seiten und es ist definitiv mal eine etwas andere Geschichte auch. Also Monsters of Verity, den ersten und wie auch den zweiten Teil, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr gerne mal so ein bisschen, ja, Bücher lest mit Monstern und sowas. Und ich fand die Reihe super, es ist auch nur eine Dilogie, also von daher sind es nur 2 Bücher, die man lesen muss. Und ja, ich mag die Reihe, wie gesagt, der zweite Teil war für mich nicht so gut wie der erste, aber ja, ich habe ihn trotzdem sehr, sehr gemocht. So, dann habe ich euch gerade noch erzählt, dass ich jetzt endlich eine Küche habe seit dieser Woche und dass ich sehr, sehr happy damit bin, dass wir jetzt endlich ankommen können und ja, dass ich hoffe, dass jetzt hier nicht noch irgendwas passiert. Dieser freie Raum hier vom Bücherregal haben wir jetzt entschieden, bleibt erstmal frei, da kommt jetzt irgendwann noch ein Teppich hin, aber ansonsten lassen wir uns diese Freifläche einfach erstmal frei, damit hier nicht so viel Scheiß rumsteht. Weil nur weil man eine große Wohnung hat, muss man die ja nicht vollstellen. Ansonsten habe ich gerade noch erzählt, dass die Zeitumstellung mich immer noch verwirrt, weil es jetzt diese eine Stunde länger hell ist. Es ist jetzt kurz vor 8 und es ist immer noch hell draußen. Die Sonne geht jetzt gerade erst unter. Und das schickt mich immer noch wochenlang nach der Zeitumstellung. Ansonsten habe ich euch noch erzählt, dass wir heute DBD aufgenommen haben, dass ich Idiot vergessen habe, mein Mikro anzumachen, weswegen ich die Folge DBD für jetzt diese Woche, die jetzt rauskommt am Donnerstag, dass ich die nachvertonen musste. Ich weiß jetzt nicht, ob das Video davor oder danach rauskommt, keine Ahnung, ich muss da mal gucken, wie ich es mit Schneiden schaffe. Auf jeden Fall, ich Idiot habe vergessen, das Mikro anzumachen, musste DBD-Folge nachvertonen. Ich weiß jetzt nicht, wie das geworden ist. Tina guckt sich das Video jetzt an, ob es okay ist und ja, alles zum Kotzen. Ansonsten ist nicht viel passiert, weil es ist ja Quarantäne, Corona und bleibt alle zu Hause. Da passiert ja hier nicht viel. Ansonsten gibt es nichts weiter zu erzählen. Milo geht's gut, der liegt auf der Couch und pennt. Und ich weiß nicht, ob ich heute noch ein Buch anfange zu lesen oder ob ich heute einfach nur noch Fernsehen gucke. Kronk hat ein neues Let's Play zu The Last of Us gemacht. Da müsste ich die aktuelle Folge heute noch gucken. Und ja, mal schauen, wie ich den Abend noch verbringe. Ich werde heute auf jeden Fall früh ins Bett gehen, weil wir haben eine kurze Arbeitswoche und ich muss Urlaubsvorbereitung machen. Da habe ich immer sehr, sehr viel zu tun. Und deswegen muss ich morgen fit sein. Und deswegen höre ich jetzt auf zu labern. Und ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Und
Und ja, es tut mir leid, dass ich jetzt sehr schnell gesprochen habe. Ich hoffe, dass die Aufnahme jetzt gespeichert wird. Und sage wie immer, ich bedanke mich bei euch fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und falls das vor Ostern rauskommt, wünsche ich euch allen schöne Ostern und bleibt alle gesund.